Wochenmitte bei ATV Nachrichten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Sendung. Und das sind unsere Themen. Kaufbeuren und sein Eishockeystadion. Bürger wollen Entscheid anstreben. Ein Kampfflugzeug auf Allgäuer Straßen. Schwertransporter mit Eurofighter bahnt sich Weg durch Kaufbeuren. Und regionale Leckerbissen. Hobbyköche wetteifern um das Allgäuer Lieblingsgericht 2014. Das Thema Eishockeystadion in Kaufbeuren ist ein Dauerbrenner. Seit Jahren bewegt es die Gemüter in der Stadt. Die neueste Entwicklung? Die Bürger wollen einen Entscheid. Kurioserweise hat ein Interview von Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse bei uns am 29. Juli mit den Ausschlag dazu gegeben. Er wollte eine Bürgerbefragung zum Eisstadion, wurde aber vom Stadtrat überstimmt. Man muss sehen, dass ein Ratsbegehren auch die Ausnahme ist. Grundsätzlich soll ja der Stadtrat entscheiden und er soll die Verantwortung nicht bei jeder Frage auf die Bevölkerung delegieren. Ich und andere waren der Meinung, dass es hier natürlich um sehr viel Geld geht und wir natürlich die Bürger befragen sollten. Aber die Bürger können sich klassischerweise dieses Recht ja auch selbst holen. Dafür gibt es das Instrument des Bürgerbegehrens. Da haben wohl einige Kaufbeurer Bürger gut zugehört, denn sie streben nun genau das an. Gestern Abend war bei einer Versammlung der Startschuss für dieses Unterfangen. 20 Millionen Euro. Um diese Summe in etwa geht es bei der Frage nach einem neuen Eisstadion für die DEL-2-Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Viel Geld für die klamme Stadtkasse. Zu viel Geld, sagen Kritiker des Ganzen. Sie haben sich im Verein Neues Kaufbeuren zusammengeschlossen und wollen nun die Bürger darüber entscheiden lassen. Ein Profi-Eisstadion sollen die Profis bezahlen, die das wollen. Deswegen haben wir das Bürgerbegehren initiiert, schützt unseren Stadtsäckel, kein Profi-Eisstadion für Kaufbeuren. Und das bedeutet, dass durchaus ein Eisstadion für den Schulsport, für den Breitensport, für den Hobbysport, natürlich auch für den Amateurliga-Bereich gebaut werden kann. Allerdings eben für den Profisport, der eben die hohen Ansprüche da mit sich bringt und dadurch auch die hohen Kosten. Das ist in der Situation, wo sich die Stadt befindet, nicht vermittelbar für die Bürger, dass dafür einen relativ kleinen Kreis, der einen Profi-Eissport möchte, so viel Geld ausgegeben wird. Bei einer Veranstaltung haben sie am Abend Bürger über ihr Vorhaben informiert. In einer zwar emotionalen, aber fair geführten Diskussion haben Gegner und Befürworter eines Profistadions ihre Argumente ausgetauscht. Ich glaube auch, dass die Kaufbeurer Wirtschaft im Endeffekt profitiert. Die Handwerksbetriebe bekommen vom ESVK Aufträge. Die Gastronomie, die Geschäfte in der Stadt profitieren ebenfalls, denn die Menschen, die kommen ja nicht 5 Minuten vor dem Spiel in die Stadt. Hauptsorge der Kritiker ist, dass durch die hohen Kosten andere städtische Investitionen auf der Strecke bleiben. Und wenn ich da also zum Beispiel an die Osttangente denke, an Straßenbau, Straßenunterhalt allein, wo jährlich eigentlich viel zu wenig investiert wird, an ein Feuerwehrhaus, an Turnhallen, die marode sind, wo schon Kabelbrände waren, Schulsanierungen, Brandschutz, Neubauten vom Jakob-Burger-Gymnasium. Das sind einfach Investitionen, die da sind. Und dann das ganz große Thema natürlich, wie kompensiert die Stadt den Abzug der Bundeswehr? Wie geht es mit der Konversion? Wie schafft sich die Stadt die Möglichkeit, über die Flächen zu verfügen? Befürworter halten dagegen, dass die Profimannschaft des ESVK ein Aushängeschild der Stadt ist und damit auch Wirtschaftskraft anlockt. Außerdem seien die Sportler Vorbild für Kinder und Jugendliche. Und schließlich würde auch eine vergleichsweise einfache Eisfläche viel Geld kosten. Von etwa 10 bis 12 Millionen Euro war die Rede. Da sei der Mehraufwand an Kosten für ein profitaugliches Stadion im Vergleich zu dem möglichen Nutzen vertretbar, so einige der Befürworter. Wir müssen sehen, dass der Profi-Eishockeysport natürlich nach Kaufbeuren auch Geld bringt. Denn schließlich sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, wir haben 20 Profi-Eishockeyspieler, die voll steuerpflichtig sind. Wir haben 3 Eismeister, die wir bezahlen. Wir haben Bürokräfte, Trainer, Manager. Und ich glaube, dass das schon eine ziemlich wirtschaftliche Bedeutung hat. Ab sofort sammelt der Verein Neues Kaufbeuren Unterschriften, um einen Bürgerentscheid durchführen zu können. Wenn alles nach deren Plänen geht, könnten bereits Anfang kommenden Jahres die Kaufbeurer zu den Urnen gerufen werden.
Dort würde sich dann zeigen, wie viel ihnen Profi-Eishockey in ihrer Stadt wert ist. Eine Trickbetrügerin hat gestern in einer Kempner Apotheke 100 Euro mitgenommen. Sie kaufte Traubenzucker und bat die Apothekerin zugleich, ihr einen 100-Euro-Schein zu wechseln. Dabei verwickelte sie die Apothekerin in ein Gespräch und nahm schließlich sowohl das Wechselgeld als auch den 100-Euro-Schein mit. Die Frau ist ca. 1,65 Meter groß, hat schulterlanges, dunkelblondes, welliges Haar. Die Frau hat ein auffälliges Geschwulst, das sich von der rechten Schläfe zum rechten Auge zieht. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Kempten entgegen. Und bei uns gibt es gleich noch mehr Meldungen aus dem Allgäu in Kompakt. Zeig uns deine Energie. Cooles Foto machen und Traumpreise gewinnen auf präg.de. Ob Mexiko, Lissabon oder Energie geschenkt. Einsendeschluss ist der 31.10.2014. Präg. Wir verstehen Energie. Große Sicherheit, perfekte Dämmwerte und schickes Design. Schlanke Glasarchitektur für offenes, helles Wohnen. Fenster und Türen schick. Ihr Josco-Exklusivpartner fürs gesamte Allgäu. Die Entscheidung, mich lasern zu lassen, war nicht einfach für mich. Nach der Operation bei Dr. Zenk und Dr. Pfeffel war ich am nächsten Tag wieder arbeiten. Ich bin Zahnärztin, da ist es wichtig, richtig gut zu sehen. Und das hat alles perfekt geklappt. Ein neues Lebensgefühl und ich bin sehr happy. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Und das sind die Meldungen vom 8. Oktober. Der Termin für eine Abschiebung des Kempner Islamisten Erhan A. ist weiterhin unklar. Der 22-Jährige war vergangenen Donnerstag in Kempten verhaftet worden. Der Mann unterhält offenbar Kontakte zu islamistischen Kämpfern im Irak und in Syrien. Gegen seine Ausweisung in die Türkei kann der Salafist noch Rechtsmittel einlegen. Ob er das tun wird, ist unklar. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte gegenüber ATV, bis zur Abschiebung könne es aus diesem Grund noch einige Wochen dauern. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren wird möglicherweise 2016 neu gebaut. Davon geht zumindest der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Bernhard Pohl aus. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr seien 150.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. Der Bau könne dann frühestens im Jahr danach beginnen. Die Freien Wähler haben dazu beantragt, im Doppelhaushalt 7 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Rund 4 Jahre nach dem tödlichen Unfall auf einem Waldspielplatz in Lindau hat das Landgericht Kempten jetzt den Freispruch eines Forstamtsmitarbeiters bestätigt.
Bei dem Unglück war damals ein 14-jähriger Junge ums Leben gekommen. Er war zusammen mit seiner Schulklasse mehrere Tage am Bodensee. Als sich die Klasse zu einem Gruppenfoto aufstellen wollte, kletterte der Junge zusammen mit Freunden in das Spinnennetz, das von drei Baumstämmen gehalten wurde. Einer davon brach unter der Last zusammen und stürzte auf den Jungen, der später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Ein Prüfingenieur, der das Klettergerüst seinerzeit technisch abgenommen hatte, wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Forstamtsmitarbeiter, der das Spielgerät gebaut hatte, freigesprochen. Das Kempner Landgericht bestätigte jetzt dieses Urteil. Der Forstamtsmitarbeiter habe keine Fehler gemacht. Das Familienferiendorf Egloffs ist mit dem Franziskuspreis ausgezeichnet worden. Mit dem Preis würdigt die Diözese Rottenburg-Stuttgart Einrichtungen und Personen, die sich für die Bewahrung der Schöpfung und des Klimas einsetzen. Das Familiendorf Egloffs bietet sozial schwachen Familien im Urlaub die Möglichkeit, einen nachhaltigen Lebensstil kennenzulernen. Dafür gab es den mit 6.000 Euro dotierten ersten Preis. Die Einrichtung gehört dem Familienerholungswerk der Diözese. Soweit die Meldungen und jetzt werfen wir einen Blick aufs Wetter. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Die Nacht zum Donnerstag wird teils bewölkt, teils klar. Es bleibt trocken bei 12 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach, zeitweise mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen. Auf hohen Alpengipfeln gibt es teils schwere Sturmböen. Der Donnerstag wird dank Föhn sonnig. Am Vormittag werden stellenweise schon 24 Grad erreicht. Im Lauf des Nachmittags steigen die Temperaturen bei Föhn bis auf 27 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, stellenweise sind starke bis stürmische Böen dabei. Auf den Bergen gibt es Sonne satt. Die Höchstwerte schwanken dort zwischen 15 Grad auf dem Nebelhorn und 23 Grad auf dem Gründen. Im Lauf des Freitags ziehen Regenwolken auf. Örtlich zeigt sich die Sonne. Es bleibt warm. Der Samstag wird regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. Am Sonntag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer pendelt sich zwischen 10 und 19 Grad ein. Wer gestern Abend durch Kaufbeuren fahren wollte, der stand mit ein bisschen Pech im Stau. Der Grund dafür war aber kein Unfall, sondern ein Kampfjet, genauer gesagt der Eurofighter. Wie berichtet, war das Flugzeug als Ausbildungsprojekt für Luftfahrzeugtechniker am Fliegerhorst Kaufbeuren. Nun hat die Maschine aber ausgedient, sie soll zur Inspektion nach Manching bei Ingolstadt. Weil der Eurofighter aber nicht mehr fliegen darf, wird er auf dem LKW abtransportiert. Die Route führte dabei auch durch die Kaufbeurer Innenstadt. Ein außergewöhnliches Bild. Sie alle warten, dass er sich in Bewegung setzt. Der Eurofighter. Über 16 Meter ist er lang und 11 Meter breit. Höchstgeschwindigkeit, mehr als zweifache Schallgeschwindigkeit. Für den Transport nach Manching würde der Kampfjet nur wenige Minuten benötigen, wenn er denn fliegen dürfte. Ohne Flugzulassung ist er aber auf den Boden verdonnert. Und das bedeutet Schrittgeschwindigkeit. Es ist ein Transport, der zu jedem Zeitpunkt Maßarbeit und gute Planung erfordert. Und das Team weiß, welche Hindernisse auf der Strecke warten. Ja, Kreisverkehre, ganz groß bei uns ja mittlerweile im Programm in Deutschland. Und natürlich das eine oder andere Verkehrsschild, was uns sicherlich Probleme machen könnte. Aber die Strecke ist gut präpariert. Und vielleicht der ein oder andere Brückenpfeiler. Aber auch den haben wir vorher natürlich ausgekundschaftet und werden den weiträumig umfahren. Langsam bewegt sich der Schwertransport aus dem Gelände des Fliegerhorsts. Schon auf den ersten paar Metern wird deutlich, das Gespann mit der Breite von 11 Metern durch die Stadt zu manövrieren, wird wahrscheinlich nicht leicht. Pünktlich um 18 Uhr verlässt der Eurofighter den Fliegerhorst in Richtung Kaufbeurer Innenstadt. Was kommt denn heute auf Sie zu?
Ja, eine Menge Zuschauer hier erstmal im Ort von Kaufbeuren, weil es ja doch was Besonderes, wenn die Luftwaffe mal wieder turnusmäßig ihr Luftfahrzeug auf der Straße verbringt. Ja, und ansonsten werden wir auf der Autobahn sicherlich den einen oder anderen Stau möglicherweise auslösen, aber wir fahren ja extra dafür in der Nacht, dass das Ganze so wenig wie möglich dann irgendwen behindert. Nach den ersten 10 Minuten das erste Hindernis. Ein Schild steht im Weg. Für den Fahrer ist das kein Problem. Er manövriert die Maschine gekonnt drumherum. Dass alles gut funktioniert, ist neben der Planung auch der Erfahrung des Teams geschuldet. Also wir haben natürlich das Ganze schon 2-3 Mal durchgeführt. Und bei diesem Transport kommen diese ganzen Erfahrungen zusammen. Und deswegen hoffe ich, dass das ein ganz reibungsloses Ding wird. Das Team hat die Strecke gut präpariert und mögliche Probleme schon vorab aus dem Weg geräumt. Allerdings lassen sich nicht alle Hindernisse so einfach entfernen. Nur Zentimeter trennen hier Flugzeug, Laterne und einen teuren Schaden. Doch ein gutes Auge und ein eingespieltes Transportteam bringen den Flieger am Hindernis sicher vorbei. Mit Einbruch der Dunkelheit nähert sich die Kolonne dann der B-12. Der schwierigste Teil liegt nun hinter den Männern. Das Team hat den Eurofighter sogar noch schneller durch die Stadt gebracht als geplant. Nach nicht einmal 2 Stunden erreicht der Konvoi mit der teuren Fracht die Bundesstraße. Dann verabschiedet sich der Eurofighter blinkend und leuchtend in Richtung Manching, wo er heute Morgen kurz vor 6 angekommen ist. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann beschäftigen wir uns gleich mit der Frage nach dem leckersten Allgäuer Essen. Du bist gefragt. Mach was draus. Die Memminger Ausbildungsmesse 2014. Über 100 Aussteller informieren über Ausbildung, Berufs- und Karrierechancen. Was bringt mir mein Schulabschluss? Was passt zu mir? Welche Berufe sind auch in Zukunft gefragt? Hol dir Antworten auf deine Fragen auf der Memminger Ausbildungsmesse 2014. Am 11. Oktober von 10 bis 14.30 Uhr im Berufsbildungszentrum Jakob Kühner, der Johann-Bierwirth-Schule und in der Berufs- und Fachoberschule Memmingen. Eintritt frei. Als eine der ältesten Privatbanken in Deutschland fühlen wir uns unserer Familientradition verpflichtet. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Werten unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns umfassend Zeit für Sie und begleiten Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner. Das gesprochene Wort zählt bei uns. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich ist Kundenzufriedenheit für uns ein persönliches Anliegen. Gabler Salita Bank. So privat wie das Leben. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.
Der Memminger Jahrmarkt erwartet Sie mit vielen Fahrgeschäften für groß und klein. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 12. Oktober haben die Ladengeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und beim Krämermarkt vom 14. bis 16. Oktober präsentieren 115 Vieranten ihr buntes Warenangebot. Am Freitag, 17. Oktober, ist Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen. Wer kocht das leckerste Allgäuer Essen? Um die Antwort auf diese Frage wetteifern die Teilnehmer beim Hobbykoch-Wettbewerb von Allgäuer Zeitung und Fernsehkoch Christian Henze. In der Kochschule des Star-Gourmets hat gestern das Halbfinale stattgefunden. 10 Hobbykochteams kochten hier um die Wette und wir haben einen tiefen Blick in die Töpfe geworfen. Dieses Filet soll den Sieg bringen. Thomas Kuhnt und sein Sohn Felix haben es sich ausgesucht. Sie kochen beim Hobby-Koch-Wettbewerb in Kempten mit und bereiten ihr persönliches Allgäuer Lieblingsgericht zu. Dabei haben sie sich eine Menge vorgenommen. Ihr Lieblingsessen ist nämlich ganz schön bunt. Wir machen heute ein Kalbsfilet im Ganzen auf Bergwiesenheu gegart. Dazu gibt es dreierlei Knödel, Walnussknödel, Spinatknödel, Käseknödel und dann noch eine Rotweinreduktion und sortierte Pfifferlinge. Das Rezept haben sich die Kuhns selbst ausgedacht. Alle Zutaten kommen aus der Region. Ausnahmsweise nur Gast hinter den Kochstellen ist derweil Star-Gourmet Christian Henze. Der Mitausrichter des Wettbewerbs schaut interessiert zu und ist später Teil der Jury. An die Gerichte der Teilnehmer legt er verschiedenste Kriterien an. In erster Linie muss es richtig gut schmecken. Wir haben verschiedene Kriterien, geben bis zu 100 Punkte mit allen Kriterien. Da spielt zum Beispiel der kreative Eigenanteil eine Rolle. Wie ist ein Gericht angerichtet? Wie ist natürlich der Geschmack? Wie wurde gearbeitet in der Küche? Sauber oder hat das Ding ausgeschaut, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte? Und so spielen alle Faktoren mit eine Rolle. Der Geschmack allerdings wird mit 30 Punkten am höchsten bewertet. Außerdem muss die Zeit eingehalten werden. 45 Minuten darf die Zubereitung dauern. Das erfordert ein perfektes Teamwork und Erfahrung kann da nicht schaden. Für Thomas Kuhnt ist der Wettbewerb nichts Neues. Schon 2011 war er dabei und gewann. Er weiß daher auch, dass hier auf höchstem Niveau gekocht wird. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe mit einer Bekannten damals gekocht und es war alles in allem ja so herzschlagmäßig schon sehr aufregend. Jeder ist gut, sonst wäre er hier nicht mit dabei. Also Chancen auf den ersten, zweiten, dritten, das kann man so nicht sagen. Also wir wollen dabei sein und dabei sein ist alles. Und so steht der Filetteller dann pünktlich auf dem Tisch der Juroren. Die Jury war insgesamt sehr angetan von der Leistung der ersten 5 Teams an diesem Abend. Fernsehkoch Christian Henze hat selbst mehr als 20 Kochbücher geschrieben und war dennoch beeindruckt vom Ideenreichtum der Hobbyköche. Ja, also die Kreativität bis jetzt ist schon wirklich unglaublich hoch. Also die Leute haben Freude, die haben Enthusiasmus, die haben Gänsehaut, die wollen richtig gut kochen. Und ich habe heute schon 2 Gerichte, würde ich sagen, gegessen. Die kann man durchweg in einem guten Restaurant servieren und vielleicht sogar 30 Euro dafür verlangen. Außergewöhnlich gut. Chapeau von meiner Seite jetzt schon mal für die Kochaspiranten hier bei mir in der Kochschule. Nach dem Wettbewerb soll aus den Kreationen der Hobbyköche sogar ein Kochbuch entstehen. Doch zuerst steht das Finale auf dem Programm. Für die Kuhns hat es heuer nicht gereicht. Dafür kochen am 18. Oktober 5 andere Teams um den Sieg. Als Hauptpreis winkt eine komplett ausgestattete Küche, wenn das kein Ansporn ist. Bei uns gibt es gleich Wissenswertes zum Thema Lass den Klick in deiner Stadt. Und in diesem Zusammenhang wollte ich Sie auch noch mal daran erinnern, dass, wenn Sie bei einem der teilnehmenden Geschäfte von Lass den Klick in deiner Stadt einkaufen, Sie uns doch bitte gerne den Kassenbon zuschicken oder zufaxen können. Natürlich zusammen mit Ihren Kontaktdaten. Wer das nämlich tut, hat gute Chancen auf tolle Gewinne. Mehr Infos dazu gibt's auch auf unserer Homepage unter www.allgäu-tv.de. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.
Beruf, durch das, dass ich dann natürlich auch von Kind auf reinschauen habe können und reingewachsen bin, hat mich fasziniert und Spaß gemacht, weil ich einerseits den persönlichen Kontakt zum Kunden habe, durch Beratung, durch auch Vermessung von den Augen, aber auch das Handwerkliche, wo wir ja in unserer hauseigenen Werkstatt die Brillen selber schleifen und selber herrichten. Und die Vielseitigkeit des Berufes, das hat mich schon mal fasziniert. Das kommen dann die Kunden teilweise zu uns, lassen sich beraten, schreiben sich die Nummer auf und kaufen es dann im Internet. Aber wir kriegen natürlich auch immer mehr mit, dass die Kunden dann wieder zu uns zurückkommen und dann auch sagen, oh, ja, tut mir leid, habt ihr im Internet gekauft, aber mir ist jetzt ein Bügel abgebrochen. Könnten Sie mir das trotzdem reparieren, nämlich die Brille gebrochen, könnten Sie mir das löten oder vor allem halt, wie wir schon gesagt haben, der Sitz der Brille, was ja sehr wichtig ist, wenn die Brille rutscht, dann kommt die halt auch dann ein paar Mal zu uns und wir müssen die Brille dann schauen, dass wir sie so hinbringen, dass sie eben sitzt. Und das kann man natürlich vorher, indem man sie nicht im Internet kauft, sondern im Fachhandel, wo er so beraten wird, dass die Brille von Haus aus halt einen guten Sitz hat, dass die Brille nicht zu schwer ist und dadurch nicht rutscht, kann man sowas von vornherein in einem guten Beratungsgespräch ausschließen. Die meisten Händler hier, wenn ich am Ort schaue, die unterstützen Vereine, ob das Sportvereine sind, Trachtenvereine mit Spenden, mit Tombola, die Bergwacht vor Ort. Und das sind sicherlich alles Dinge, was jetzt Zalando und die großen Internetfirmen nicht machen. Meine Eltern hatten in Memmingen schon mehrere Fachgeschäfte, Kaufhäuser, das reicht bis 4 Generationen im Voraus, seit über 100 Jahren und bin so mit reingewachsen. Sie bekommen immer einen erstklassigen Service, sie bekommen eine tolle Ware und bekommen diese Ware auch gut erklärt. Wir schleifen Messer in einem Meisterbetrieb, das wird sehr, sehr professionell gemacht. Wir gehen auf den Bedarf des Kunden ein. Erklären Sie dem Kunden gut. Der Kunde kann die ganzen Produkte bei uns ausprobieren, kann sie in die Hand nehmen, kann sie fühlen, kann sie riechen, kann sie schmecken teilweise auch. Und das ist schon ein Vorteil, den das Internet nicht bietet. Es kommt relativ selten vor, dass wir damit konfrontiert werden. Es kommen aber öfters Kunden, die über unsere Internetseite auf uns aufmerksam geworden sind, zu uns in den Laden, weil sie die Ware einfach in die Hand nehmen möchten. Und das ist dann auch eine Chance für uns, die wir auch oft ergreifen. Als aktiver Sportler freut es mich, Kunden mein Know-how, mein Wissen weiterzugeben und sie gut beraten zu können, dass sie auch ihre Freude am Sport erleben dürfen. Bei uns sind grundsätzlich alle Mitarbeiter sportlich aktiv, in verschiedenen Vereinen organisiert, vom Fußballer über den aktiven Bergwanderer, Snowboardfahrer, Skifahrer, staatlich geprüfte Skilehrer. Wir haben also alles im Sortiment und können dann den Kunden je nach Bedürfnis bestmöglich beraten. Und unser Schwerpunkt ist schon der stationäre Handel, weil hier sind wir groß geworden, hier haben wir unsere Stärken und hier wollen wir auch dem Kunden den größtmöglichen Dienst bieten und Serviceleistungen vor Ort eben präsentieren und eben auch für ihn ansprechbar sein vor Ort, dass er bei Sorgen und Problemen auch ganz zu uns kommen darf.